Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Wie ich sehe, habt ihr den verlassenen Weg gefunden. Es sind genau der Art Waldwege, die man aufsuchen sollte. Was ich dir hier zeigen will, mein Freund, was auch immer du suchen möchtest, denn es geht um die Suche und das Finden. Was auch immer du gerne finden würdest. Ich soll entscheiden. Okay, dann suchen wir Pfifferlinge, mein Freund. Du kannst aber das nächste Mal, wenn du alleine in den Wald gehst, auch etwas anderes suchen. Zum Beispiel versuche doch so viele Eschen wie möglich zu finden, die es in deinem Wald gibt. Hier sind Pfifferlinge, mein Freund. Wenn ich sie suche, dann achte ich immer auf die einzigartig wunderbare Farbe, dem nur noch das welkende Birkenblatt gleichkommt. Und genau das ist ihr Trick. Manchmal denkt man, man hätte einen Pfifferling entdeckt und erst kurz bevor man dort ankommt, bemerkt man wurde reingelegt. Wie hier. Das größere Gelbe ist ein Birkenblatt, aber es gibt auch Pfifferlinge, mehr als man glaubt. Man wird dann immer besser und findet sie immer leichter, entdeckt neue Stellen im Wald, wo es sie gibt. Und es birgt auch noch viele weitere Vorteile, eine solche Exkursion. Denn eigentlich geht es ja um das Suchen und Finden. Aber du wirst noch ganz andere Sachen finden. Freude, mein Freund. Du lernst den Wald kennen. Du wirst dich immer besser auskennen und das Netz aus Wegen verstehen. Du wirst immer mehr Pflanzen, Tiergeräusche, Bäume, Pilze, Lichtungen, Geheimverstecke kennenlernen. Beschäftige dich doch einfach jeden Monat mit einer neuen Pflanze. Diese willst du nun finden, beispielsweise. Es lehrt dich, das Gefüge des Waldes zu verstehen. Irgendwann weiß man, wo es Pfifferlinge geben könnte, ohne dass man jemals dort welche gefunden hat, jemals dort war. Irgendwann könnte jemand zu dir sagen, er bräuchte dringend Blaubeeren und ein Kundiger würde genau wissen, wo er zu suchen hat und sie schnell und sicher finden. Man kann auch andere Sachen suchen. Hier, schau dir diesen gewaltigen Wasserkäfer an. Jetzt mach dir einen Salto für dich, denn du hast ihn entdeckt. Sich vorzunehmen, etwas zu entdecken und zu finden und es dann auch zu entdecken und zu finden, ist der erste Schritt auf diesem zugewucherten Waldweg, wo wir gestartet waren. Und es in der Natur zu suchen, ist das Beste, was du machen kannst. Ich suche hier Pfifferlinge und ich sehe sie schon von Weitem, obwohl sie oft nur sehr niedrig und wenig aus dem Moos herausragen. Wie ich das mache, das ist keine Kunst, mein Freund. Ich habe nur schon sehr viele vorher gefunden und weiß genau, wie sie aussehen, auch wenn sie nur ganz wenig aus dem Moos hervorluken. Bis man mal einen ersten findet, das kann dauern. Dann wird es immer besser und man sieht immer besser, mein Freund. Man sieht sie leichter und trainiert man so sein Auge, dann kann man auch
Gestaltwandler entdecken. Wenn du weißt, wonach du schauen musst, wirst du ihnen auf die Schliche kommen, dann sind sie nicht mehr die verborgene Kreatur, die du in dem Moos nicht entdeckst, sondern der klar erkennbare Farbtupfer, der für dich hervorsticht wie ein gleißend helles Licht in der Dunkelheit. Das Gute am Pfifferling, er hat keine giftigen Doppelgänger. Achtest du darauf, dass es sich bei ihm um einen Leistling handelt? Er hat also weder einen Schwamm noch Lamellen, sondern Leisten. Diese gehen ohne Abgrenzung fließend in den Stiel über. Wenn man es mal gesehen hat, weiß man es. Er ist einfarbig. Die Leisten haben die gleiche Farbe wie der Hut. Er kann recht groß werden. Es gibt auch Stellen, wo er nur in kleinerer Form vorkommt. Schon mal gemacht? Pilze im Wald gesammelt, selbst. Und dir dann ein Essen daraus gemacht. Noch nie gemacht? Nicht schlimm. Mach es doch innerhalb einer Woche von nun an. Such doch Steinpilze, die sind größer. Es ist die falsche Jahreszeit. Suche doch Kastanien, Haselnüsse, Walnüsse, Äpfel, Eschen, Bucheckern, Eicheln. Suchen, denn es wird niemals so sein, dass sich nichts mehr finden ließe in dieser Welt. Und mit einem anderen Blick auf die Dinge, den du lernst, indem du oft suchst, wirst du ganz neue Möglichkeiten und Orte und Dinge sehen. So mache ich es, und deshalb haben wir uns an dem zugewucherten Waldweg getroffen. Mach es gut.